Hey und herzlich willkommen zurück zu Part 3 von Let's Play The Sims 3 Legacy Challenge. Ich hätte schon wieder fast 100 Baby Challenge gesagt. Aber wir sind hier zurück bei Ellie. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie mit Nachnamen heißt. Wie heißt sie mit Nachnamen? Ellie Baker, genau, so heißt sie. Und ja, wir sind hier in unserer Legacy-Familie zurück und ich habe wieder ein paar Tage nicht aufgenommen, deswegen bin ich nicht mehr ganz so drin. Aber Ellie genießt hier ihr Frühstück mit einem Ausblick. Guckt euch das an. Also davon kann man ja wirklich nur träumen, dass man so einen Ausblick beim Frühstück hat, vor allem in Unterwäsche und mit Joghurt. In einer Stunde muss Ellie leider schon zur Arbeit. Im letzten Part waren wir ja den ersten Tag arbeiten und haben generell einfach ein bisschen die Stadt erkundet. Ähnlich wird dieser Part wahrscheinlich auch werden. Ich hoffe, dass wir in diesem Part schon ein bisschen hübsche männliche Wesen finden werden. Erstmal wollte ich jetzt aber auch noch Danke sagen für euer unfassbar krasses Feedback zu dieser Challenge. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie so ein Feedback zu einem Let's Play bekommen. Das ist echt Wahnsinn. Und ihr schreibt, dass ihr das Let's Play jetzt schon mega liebt. Und ich habe einfach auch nur mega Spaß an diesem Let's Play und ich freue mich auf die kommende Zeit. Und an dieser Stelle kann ich auch Danke sagen für 32.000 Abonnenten. Mega, mega cool. Wir haben 32.000 Abonnenten erreicht. Und Ellie hat einen Tan. Wow, sie ist ein bisschen braun gebrannt. Und ja, ich wollte einfach nur Danke für eure ganzen Kommentare sagen. Und ich werde gleich noch drauf eingehen, was ihr alles mir so vorgeschlagen habt. Ich kann auch hier kurz erwähnen, falls ich mich irgendwie komisch anhöre, ich bin ein bisschen heiser. Ich war heute im Kindergarten, auf einmal ist meine Stimme ein bisschen komisch geworden. Aber naja, so ist das, wenn man den ganzen Tag redet. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich hoffe, Simo ist am Start. Natürlich ist Simo am Start. Hey, mein Schatz. Na? Oh, er ist verschwunden. Ja, mir auch Kommentare dazu geschrieben, wie wir das mit Simo handhaben könnten, weil voll viele haben sich gewünscht, dass wir ihn als Mann nehmen würden. Und ich finde, er passt auch richtig gut zu Ellie. Ich finde seinen Namen nur echt shitty. Also ich glaube, wir würden seinen Namen dezent abändern, wie wir das mit Penny gemacht haben, in dem Lebensrolle-Let's Play. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie vorher hieß. Püppi, glaube ich, ne? Püppi, genau. Und dann haben wir sie ja Penny umgenannt. Das fand ich richtig cool. Also wenn ihr einen Namen habt, der ähnlich wie Simon ist, Simo ist, jetzt nicht unbedingt Simon oder Simon. Obwohl, Simon könnten wir ihn nennen. Ne? Simon ist cool. Aber sein Nachname ist ja auch ein bisschen komisch. Aber wir nehmen ja eh Baker an. Also alles gut. Ja. Ihr habt mir auf jeden Fall einen Vorschlag geschrieben, dass wir ihn so mit dem NRAS-Mod in unseren Haushalt hinzufügen könnten und dann einfach irgendwo platzieren können. Und ich glaube, das werde ich auch so machen. Wir werden ihn jetzt erstmal noch zur also Ellie zur Arbeit fahren lassen und dann, wenn sie ihn von der Arbeit abholt, dann werden wir das kurz machen. Ich hoffe, ihr seht es nicht als Cheaten an. Nimmst du bitte deinen Arm aus deiner Vagina? Was machst du da? Was zur Hölle? Juckt es? Oh mein Gott. Ellie, stop it. No. No. Hat sie jetzt immer noch die Hände in ihrer Vagina? Natürlich. Ellie. Okay, geh einfach arbeiten. Naja, nein, nein, ich will zum Haus. Denn einige Leute haben sich beschwert, dass ich mit dem Geld, was wir hatten, nicht einfach ein vernünftiges Haus gebaut habe. Und da habt ihr absolut recht. Vielleicht könnten wir uns jetzt schon ein gutes Haus leisten. Ich werde es gleich versuchen, aber mir fällt gerade noch was ein. Und zwar habt ihr mir auch fleißig mega viele Kommentare geschrieben, wo ihr Namen vorgeschlagen habt für unsere kleine Schlangi. Und ich kann mich immer noch nicht entscheiden zwischen seinen Namen. Ich habe zwei Namen, die sind typisch für mich und ihr kennt mich einfach viel zu gut, aber ich fand es so witzig. Und es haben richtig viele diese Kommentare geschrieben. Also diese Namen, beide Namen wurden mehrfach geschrieben. Und zwar einmal Severus Snake. Fand ich mega cool. Und einmal Nagini. Nagini liegt natürlich nahe, aber Severus Snake fand ich irgendwie so witzig. Ich glaube, wir nennen sie Severus Snake. Fand ich mega cool. Ich weiß gerade nicht, also ich habe jetzt gerade keinen Namen zur Hand, weil, obwohl, ich gucke einfach schnell und Let's Play. Ich weiß, dass es mehrere Leute geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob das dann so gegenseitig abgeguckt wird oder so, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung, wo ist das denn jetzt? Nina, du bist einfach viel zu unprofessionell. Aber ihr habt mir unter dem letzten Part geschrieben, dass ihr das mögt, dass ich so bin. Also, danke. Wo ist denn hier ein... Der hier, von Juli S. Kommt der Namenvorschlag Severus Snake. Fand ich voll cool, deswegen werden wir sie jetzt Severus Snake nennen. Oh, so cool. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Mädchen ist oder ein Junge, aber jetzt ist es halt ein Junge. Und ich werde mal gucken, ob ich mir jetzt hier schon ein bisschen was leisten kann. Ich bezweifle es, weil ich wiege
gesagt, diese Challenge schon mal angespielt habe und da konnte ich mir nicht so viel leisten. Aber wir haben jetzt auch allerdings ein bisschen mehr Geld, als ich in der Challenge hatte, weil ich war einfach ein Noob. Nein, wir hatten einfach unfassbar viel Glück hier bis jetzt. Okay. So viel dazu. Die Wände sind einfach unfassbar teuer, deswegen kann man sich da auch einfach nicht so viel leisten. Aber wir können zumindest schon mal das hier so ein bisschen zumachen. Ich glaube, das wird schon einiges ändern. Können wir uns das auch noch leisten? Natürlich nicht. Aber die Wände können wir schon mal nehmen. So. Und dann habt ihr mir noch geschrieben, dass ich doch einfach den Boden, den ich als Dach benutzt habe, auch als ja, tatsächlichen Boden nehmen soll. Und das ist absolut ein weiser Rat von euch. Also unterstütze ich so. Ich lösche jetzt einfach mal die Wand, damit das dann so ein bisschen einheitlich ist. Und ja, ein Haus ist es jetzt immer noch nicht wirklich, aber boah, besser jetzt gar nicht, oder? Okay, in die Mitte kommen wir leider noch nicht, aber wir arbeiten dran. Und vielleicht, wenn sie heute arbeiten war, können wir uns dann auch die dementsprechenden Wände kaufen. Ich weiß nicht, warum mein Spiel gerade so laggt. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe das Spiel gerade erst geladen. Vielleicht deswegen, Nina. Aber vielleicht können wir. Nein, wir können unsere Küche noch nicht nach innen verfrachten. Aber egal. Wir lassen die Küche jetzt einfach noch außen. Ja, bleib einfach da, wo du bist. Und dann ändern wir das nach und nach. Einfach, dass wir hier dann versuchen, so noch noch Wände zu ziehen und so. Und ja, jetzt gehen wir auch mal hier aus dem Modus raus, damit es nicht mehr so laggt. Und jetzt lasse ich Ellie einfach erstmal arbeiten und komme dann gleich zu euch zurück. So, Ellie ist endlich fertig mit der Arbeit. Sie hat noch die Gelegenheit bekommen, länger zu arbeiten, um ihre Kollegen besser kennenzulernen. Und das machen wir natürlich. Wir machen alles, um hier neue Freunde in der Stadt zu finden. Und ja, die Kollegen sind sehr dankbar für die Hilfe. Du hast auf jeden Fall Freunde dazu gewonnen. Ich danke! Und wir haben 160 Simoleons verdient. Das ist doch schon mal wunderbar. Ich glaube, viel mehr können wir uns hier immer noch nicht leisten. Aber wir versuchen es. Eins, zwei, drei. Ja, die vierte können wir uns schon nicht leisten, aber naja. Ich meine, es ist immer noch viel zu eng, aber wir könnten ja die Staffelei auch nach innen, nach außen machen, ne? Dass die vielleicht einfach hier draußen ist, weil die muss ja nicht unbedingt drin sein. Und dann, warte mal. Severus Snake, du musst jetzt mal nach draußen. Dann haben wir hier so die Dusche, das Klöchen. Und das Waschbecken, obwohl das Klo können wir dann auch eigentlich so platzieren. Und ich glaube, so kann sie immer noch auf die Toilette. Und theoretisch müssten wir dann jetzt unsere Küche auch noch drin verfrachten. Ach ja, wir wollten hier unsere Dachterrasse machen. Super cool von mir, super cool. Und mir hat jemand geschrieben, dass ich doch bitte auch die Farben von dem Haus anpassen soll und so. Am Anfang dieser Challenge geht es einfach noch nicht darum, dass alles super schön ist. Man versucht einfach erstmal, sich hier etwas aufzubauen. Und ja, deswegen lasse ich das jetzt einfach erstmal alles so, weil ich finde das witzig, wenn das alles noch so ziemlich bescheiden aussieht. Ja, genau. So, und dann können wir uns jetzt noch ein bisschen mehr von diesem wundervollen Boden kaufen. Ist doch hervorragend. Wow, guck mal, wir haben fast ein Dach. Ja, eine Haustür brauchen wir ja noch nicht. Unser Haus ist ja noch offen. Obwohl, jetzt müssen wir ja auch, jetzt könnten wir theoretisch ja auch das hier löschen. Guckt an! Das ist doch echt cool. Das sieht doch schon aus wie ein Häuschen. Wenn wir uns ein paar. Oh, wir haben Severus vergessen. Wenn wir uns ein paar Fenster und alles so da reinmachen, ich meine, dann sieht das Ganze doch schon nicht schlecht aus. Severus Snake machen wir mal da. Guckt euch das an! Wir haben schon fast ein Hütchen. Also ich würde sagen, ja. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass Simo auch hier ist. Wahrscheinlich ist er. Nein, er ist nicht da, weil wir Überstunden gemacht haben. Nein. Aber egal, er ist ja auch unser Taxifahrer, deswegen macht das Ganze ja gar nichts. Wir fahren mal nach Hause und dann müsste er ja theoretisch auch auftauchen. Simo? Natürlich ist Bay am Start. Okay. NRAS, Master Controller. Und dann Grundfunktionen. Falsch. Profifunktionen. Falsch. Haushalt. Falsch. Fortgeschrittene Funktionen.
Sim hinzufügen. Ja, das ist richtig. Okay, und dann werde ich ihn sofort wieder ausziehen lassen. Ich hoffe, ihr seht das wirklich nicht als Cheaten an, aber ich finde Simo wirklich einfach süß. So, jetzt ist Simo in unserem Haushalt. Und jetzt werden wir ihn natürlich direkt wieder ausziehen lassen. Eine Sekunde. So. Nein, Simo Duong ist mit Ellie Baker zusammengezogen. Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Das ist gelogen. Ach, warte mal. Kann ich das nicht auch irgendwie anders machen? Nee, kann ich nicht. Ich mach das mal kurz und dann komme ich gleich zu euch zurück. Okidoki, wir tun jetzt einfach mal so, als wenn das Ganze nicht passiert wäre. Und ihr seht schon, Ellie hat einen neuen Taxifahrer. Ich hoffe, er heißt nicht auch Simo. Alles gut, er heißt Maddox Trampel. Er sieht Simo sehr ähnlich, weil Sims ist einfach so mal. Simo ist auf jeden Fall jetzt hier in der Nachbarschaft platziert. Ich zeige euch jetzt nicht genau, wo und so, weil das werden wir wahrscheinlich eh noch erforschen. Aber ihr habt ja auch noch hier ein Recht mit zu entscheiden, wie das Ganze passiert. Also, was meint ihr? Sollen wir Simo nehmen oder dann Simon? Ich fände es ganz cool, wenn wir ihn Simon nennen würden. Wenn ihr andere coole Namensvorschläge habt, könnt ihr mir die gerne schreiben. Er ist auf jeden Fall jetzt verfügbar für uns. Ich finde, er und Ellie passen unfassbar gut zusammen, irgendwie auch so optisch. Und ja, ihr habt gesehen, ich musste gerade das Geld wieder wegcheaten, was ich nehmen musste, um ihn umziehen zu lassen. So, sie geht jetzt erstmal in die Dusche und genießt ihre Zeit hier. Es regnet an diesem wunderschönen Sommertag. Wir haben 26 Grad und ja, es ist einfach ein Regen wie in Deutschland. Das ist doch ein Traum, oder nicht, liebe Leute, oder nicht? Ellie, übertreib es einfach nicht. Und sie ist einfach auch schon wieder total müde. Ich verstehe nicht, wieso. Sie hat doch eigentlich gut geschlafen und... Ach, keine Ahnung. Okay, ihre ist erstmal ein paar Reste. Können wir hier die Zwiebeln schon pflanzen? Nein, wir können sie nur essen. Ich bezweifle, dass sie gut schmecken werden. Deswegen essen wir lieber unser Macaroni mit Käse. Mal wieder in Unterwäsche bei diesem wunderschönen Ausblick im Regen. Und hoffen, dass Simo eines Tages hier vorbeischauen wird. Ach, wir haben einen neuen Mitarbeiter. Das ist der gute Luke Schwupp. Okay, Luke Schwupp. Pablo Schell. Wir kennen ja eigentlich schon echt eine ganze Menge Leute. Simo, hi, mein Schnucki. Und ich glaube, ich lasse sie erstmal eben noch hier, obwohl sie ist so müde und gestresst, ne? Das macht keinen Sinn. Dann gehen wir jetzt Karaoke singen. Ich wollte ja im letzten Part auch schon Karaoke singen, aber habe ja keine Bar gefunden, wo das geht. Ich weiß immer noch nicht, wo es geht. Das ist das Traurige hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier in diese, was ist da? In diese Bar. Sie hat mich schon auf. Ich glaube, wir waren ja letzte Mal hier, ne? Ich meine, ja. Und dann gucken wir mal, was da so geht. Sie ist natürlich total müde. Letztes Mal habe ich das ja ein bisschen hochgecheatet. Ach ja, ihr habt mich gefragt, wie ich das mache. Ihr müsst einfach Testing Cheats Enable True eingeben und dann könnt ihr das hier so verfügen, wie ihr möchtet. Aber eigentlich mache ich das immer ungern, weil ich ja immer über die Bedürfnisse auch verfügen möchte. So, dann fahren wir jetzt gerade zu unserem Nachtclub, wo wir dann mal wieder die Sau rauslassen werden. Aber wir wollen hier einfach noch ein paar Leute kennenlernen. Die ist sogar cool. Mit Poolbar. Wow. Wer bist du denn du? Darwin Donovan. Okay, er ist auch super süß. Also er gefällt mir auch echt gut. Natürlich nichts gegen Simo. Ach, das ist die Bar, wo wir mal einen Junggesellenabschied im Lebensfreude des Play gefeiert haben. Warum bist du in Unterwäsche, Lorena? Naja, wir werden uns jetzt ja erstmal kurz einen Drink holen. Und zwar eine Runde, den günstigsten. Ein Caribbean Cooler. Und, sorry. Und gucken dann, ob hier vielleicht... Da ist eine Karaoke-Maschine! Ich glaube es nicht. Mit wem können wir denn singen? Sollen wir mit Darwin Donovan singen? Ich meine, er wird wahrscheinlich nicht mitsingen, weil er am Arbeiten ist. Aber naja, okay. Dann werden wir, sobald sie das da ausgetrunken hat, sobald sie ein bisschen mehr Spaß hat, Spaß in den Backen. Okay, sie ist jetzt absolut mega gestresst. Hasst ihr Leben richtig? Es tut mir unfassbar leid. So, komm singen. Komm. Komm her, Ellie. Wer bist du? Kenneth, hi! Mir hat jemand geschrieben, dass man das Kenneth ausspricht. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Okay, übertreib doch nicht.
Hier ist der Dancefloor, Leute. Warum seid ihr da unten? Ach, das ist ja noch jemand. Hallo. Ach, das ist Franco, der Eigentümer. Der kann uns jetzt mal schön hier beim Singen zuhören. Guck. Wow. Yeah. Ellie, gib alles. Oh, wow. Oh, Ellie. Wow, wow, wow. Habt ihr das gesehen, liebe Leute? Sie gibt alles. Sie gibt alles, um ihre neue Nachbarschaft hier zu beeindrucken. Das ist wirklich ein Spektakel. Lacht er uns aus? Habe ich das gerade richtig gehört? Ach, guck mal, hier geht richtig Party. Hier geht richtig... ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber hier ist auf einmal so eine Inselmusik an und ich weiß nicht genau, wieso, was das bedeutet und was ich jetzt tun soll. Nein. Wir wollen einfach nur ein bisschen singen. Aber sie hat jetzt auch genug gesungen. Hör mal auf, jetzt Karaoke zu singen. Und sie wünscht sich nur ein Whirlpool. Alles cool, alles cool. Ich glaube, ich überspringe nochmal bis zum Morgen ran, damit wir noch ein bisschen vom nächsten Tag spielen könnten. Sie muss, glaube ich, eh wieder arbeiten, ne? Dann komme ich zu euch zurück, wenn sie dann von der Arbeit gekommen ist. Alles klar? So, Ellie ist jetzt wieder von der Arbeit zurück. Also sie ist fertig mit Arbeiten. Sie hat gerade noch eine Gelegenheit bekommen, dass sie doch heute Abend einen Schulball beaufsichtigen kann und dadurch verbesserte Jobleistung bekommt. Aber ich habe mir gedacht, das ist nicht so cool, weil dadurch können wir dann wieder nicht so wirklich mit ihr spielen. Und oh, mein Mikrofon nervt so. Ich bin froh, wenn ich zu Weihnachten einen neuen Mikrofonarm bekomme. Also nicht mehr Mikrofon nervt, sondern der Arm. Oh, Nina, hör einfach auf. Auf jeden Fall. Ist das Simo? Nein, das ist nicht. Ja, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich will, dass sie hier jetzt nochmal ein bisschen an ihren Fähigkeiten arbeitet. Aber wie ihr ja wisst, weiß ich nicht, wo hier die Fähigkeitenbücher sind. Und ich habe auch noch keinen Trick herausgefunden, wie man das schneller herausfinden kann, als hier auf meine altertümliche Art und Weise, die ich immer verwende. Also, ich keine Ahnung, ob es da irgendwie einen Hinweis drauf gibt, was ihr wo drin ist, aber ich gucke, ach, guck hier, ich gucke einfach immer einmal durch. Ich wollte auf jeden Fall noch einmal Gartenarbeit erlernen, damit sie das kann, weil ich habe nicht gerade geguckt, sie hat keinerlei Fähigkeiten, das ist eine gute Grundvoraussetzung. Wer bist du? Rudolfo Meise. Warum haben die denn alle so eine komische Haarfarbe? Also, die haben alle irgendwie diesen Grünstich in den Haaren. Oh, was für eine schöne Blume. So eine schöne Blume. Wow. Okay, Nina, es reicht. Was bist du? Jacqueline. Was bist du vor allem? Ach ja, ich habe übrigens den Wunsch eingeloggt, dass sie ein Whirlpool kaufen möchte, weil man darf ja wohl noch träumen. Und irgendwann werden wir uns einen Whirlpool kaufen. Wann das ist, keine Ahnung. Aber irgendwann, Leute, ihr habt es hier gehört, werden wir uns einen Whirlpool kaufen. Und dann werden wir auf diesen Part hier zurückgucken und uns denken, we made it, we made it. Und da drüben fliegen Schmetterlinge, die mich sehr irritieren. Ich dachte mir, ich unterbreche das Ganze jetzt gerade mal nicht, sondern spule einfach ein bisschen vor, damit wir, ja, noch ein bisschen was hier von Ellie sehen. Auch wenn es nicht sonderlich spannend ist. Aber, oh mein Gott, nein! 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 Habe ich vergessen, den Mond auszustellen? Ich bin eine dumme Frau. Ich bin eine dumme Frau. Naja, jetzt ist es halt so. Und sie hat einen Fähigkeitspunkt erlangt. Ich hoffe, wir werden heute Nacht nicht von einem Zombie gefressen, denn das wäre äußerst doof. Und ich hoffe, dass Simo kein Zombie ist. Guck mal, wie viele große Zitronen hier stehen. Das ist ja wow. Das ist wirklich einfach wow. Oh, wenn ich aufstoße, habe ich vor den Knoblauchgeschmack im Mund, weil ich habe eben
Nudeln gegessen, da war sehr viel Knoblauch drin. Ich weiß, es sind Dinge, die euch einfach zutiefst bewegen und ihr euch denkt, Nina, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Okay, hör mal auf zu lesen, es ist langweilig. Hör auf zu lesen. Warum? Ich hasse dieses Licht, ne? Ich hasse dieses Licht. Wenn ich das schon sehe, kriege ich schon einen Anfall, wisst ihr? Kriege ich einen Anfall. Geh mal wieder nach Hause in unser wunderschönes Zuhause. Ach ja, ich musste übrigens eine unserer tollen Zwiebeln verkaufen, weil sonst. Oh, okay. Sonst hätten wir Severus Snape nicht füttern können. Und das wäre ja wirklich traurig gewesen, weil wir hatten leider nur 14 Simoleons und das Futter kostete 15. So, jetzt legen wir mal hier unseren kleinen Garten an. Ich würde sagen, so ein bisschen hier außerhalb, damit er nicht im Weg ist. So, wir pflanzen hier ein Pflänzchen so und noch ein Pflänzchen daneben. Ups. Und noch ein Pflänzchen dazwischen und noch ein bisschen Alraunen. Und davon können wir auch mehrere pflanzen. So. Guckt, wie schön. Unser Garten nimmt Gestalt an. Du machst jetzt kein Brot mit Marmelade. Ist mir egal, was du fühlst. Du machst jetzt erst deinen Garten zu Ende. Und guck mal, dann hat sie schon fast. Ach, dann hat sie schon Level 2. Super. Oh mein Gott, nein. Nein, da kommt ein Zombie. Adelbrecht, geh bitte weg von uns. Wehe, du greifst mich an, Adelbrecht. Adelbrecht, ich töte dich, auch wenn du schon tot. Nein, weg mit dir. Auch wenn du schon tot bist, ich töte dich. Mach mal einen Herbstsalat. Warum kann ich übrigens mehr. Ach, weil ich keine Mikrowelle habe. Und unsere Makaroni mit Käse sind anscheinend verdorben. Wie traurig. Nein, ich möchte nicht, dass du mich angreifst, Adelbert, habe ich gesagt. Lass mich in. Adelbert! Reiß dich ein bisschen zusammen. Ich möchte nicht, dass du mich angreifst. Guck mal, er ist betrunken. Habt ihr es gesehen? Witzig. Adelbert, lass mich in Ruhe meinen Salat essen. Okay? Ich möchte einfach nur in Ruhe meinen Salat essen und du lässt mich bitte in Frieden. Okay? Hast du mich verstanden, Adelbert? Guck mal, wie er auf mein Essen geiert. Gehirn. Er kann seinen Blick gar nicht davon lassen. Der kommt immer wieder zurück. Ja, geh einfach ins Bett, wenn du müde bist. Geh einfach schlafen. Adelbert, lass mich einfach in Ruhe. Oh, die fliegende Gabel. So, und dann kannst du nämlich gleich die Teller auch mit in die Spülmaschine räumen. Also in die nicht vorhandene Spülmaschine. Oh, wir werden angerufen. Wir werden angerufen. Alles stehen und liegen lassen. Vielleicht ist es Simo. Rangehen, bitte. Und? Oh, okay. Ich glaube, es war nicht Simo. So, stell die Reste weg. Lass uns in Ruhe, Adelbert. Geh aus unserem Haus raus. Kann ich ihn irgendwie ein bisschen verscheuchen? Nee, kann ich nicht. Ja, rah. So. Und jetzt müssten wir uns doch theoretisch noch eine weitere Wand kaufen können, oder? Wartet mal. 70. Okay, eine zumindest. Das ist auch schon mal ein Fortschritt. Guck mal, wir haben in diesem Part bestimmt 7 Wände oder so gekauft. Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Aber wir malen jetzt noch ein bisschen, weil es hier gerade ganz gut geht. Ist das euer Ernst? Mary! Was wollt ihr alle von ihr? Okay, vielleicht sollte sie nicht malen, weil sie muss ja morgen arbeiten. Ah, stopp! Stopp! So, geh lieber schlafen und lass dich nicht stören von den Zombies, die in deinem Haus stehen. Es ist ganz normal, damit musst du lernen, umzugehen, okay? Severus vertreibt sie. Oh, das Terrarium von Severus sieht schrecklich aus. Es tut mir sehr leid, Severus. Es wird besser werden. Es wird besser werden. Okay. Ah, Heidewitzka. Ich würde sagen, ich beende den Part mal an dieser Stelle. Es war auch wieder hier nicht sonderlich spektakulär. Ich sehe ja irgendwie immer alle Parts nicht als sonderlich spektakulär, aber ihr scheint es trotzdem zu mögen. Ich versuche in den nächsten Parts ein bisschen mehr Action reinzubringen, aber die ersten Parts in der Legacy Challenge sind halt einfach nur Fähigkeiten aufbauen und Beziehungen aufbauen. Und ja, jetzt könnt ihr mir ja sagen, ob ihr das gerne möchtet mit dem lieben, guten, wie heißt der noch gleich? Simo, Simon, was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Tschau's. Tschau's. Tschau's.